So, hey Leute, herzlich willkommen zum Let's Play GTA 5, dieses Mal online. Und ja, ich warte jetzt auf meinen Kumpel. Der hat jetzt gerade einen Internetausfall, weil es draußen ein bisschen, naja. Ja, es ist halt draußen Gewitter, sag mal so. Ich habe mir jetzt nämlich gedacht, dass ich einfach mal was in GTA ein bisschen aufnehme, so online, wie wir spielen und so weiter. Ich zeige euch jetzt mal meine Garage, wo ich jetzt hinfahren werde. Und chill dabei, upsala, ich bin kein guter Fahrer. Chill dabei einfach und jetzt ist der One Nearly offline, das heißt, er kommt später wieder. So wie ihr seht, ich fahre ein Auto, ein recht teures Auto. Das ist, glaube ich, der Turismo R, genau, das ist so ein Nachbau von einem Ferrari. Und zwar ist das eigentlich jetzt mein Lieblingsfahrzeug. Wenn ihr Rennen fahrt, sage ich euch nur eines, ist das das beste Auto, was ihr fahren könnt, weil das Handling. Es ist das geilste Handling, was es gibt. Ich sag's euch, es ist wirklich das geilste. Also holt euch den auf jeden Fall. Ist besser als jeder Edda. Der Edda fährt zwar ein bisschen schneller, aber ja. Hat nicht so ein geiles Handling. Vor allem bei kurvigen Rennen ist er relativ gut. Gut. Also, dann fahren wir erstmal rein. Ja, du auch. Zeig euch mal meine Garagen. Nämlich hier zwei. Also zum einen habe ich hier mal die Garage und die nächste ist gleich nebenan. Hat einfach einen Vorteil, dass ich nicht immer die ganze Zeit hin und her switchen muss. Gut. Jetzt lädt das hier wieder ein bisschen lang. Ja. Falls es abbricht, wundert euch nicht. Jetzt wieder einer der ersten Aufnahmen auf der Place. So, also als erstes haben wir hier einen Mercedes. Finde ich ganz geil. Er ist auch relativ selten, man kann ihn glaube ich gar nicht kaufen. Der Viertürige, den Zweitürigen kann man sich kaufen, aber Viertürigen nicht. Dann hier den Roosevelt oder wie der halt heißt. Den habe ich mir behalten und bin noch stolz darauf, dass ich ihn überhaupt behalten habe, weil die meisten haben ihn dann wiederverkauft. Hier natürlich der Edda darf nicht fehlen. Hier so ein bisschen ein, ja, älteres Auto. Es fährt zwar nicht schnell, aber hat halt Style. Ja, eines meiner Lieblingsautos, das ist mein FIB-Auto, so standardgemäß, sagen wir mal so. Ein BMW, ein Baujahr 5er Reihe, würde ich sagen, oder 7er Reihe. Hat, ich sage euch jetzt mal ehrlich, das ist einer der besten viertürigen Autos in GTA. Also den auf jeden Fall holen, der fährt oft auf der Straße rum. Hat ein richtig geiles Handling und vor allem, er fährt richtig schnell. Also mit dem seid ihr fast, ich glaube, die schnellsten Viertürer. Ich wage es mich zu bezweifeln, dass der schneller ist als der Sultan. So, dann haben wir hier den ja, den Audi. Das ist so eine Mischung aus Audi und Porsche. Finde ich vom SUV her richtig geil. Habe ich auch auf der Straße gefunden. Hier so ein Ferrari. Das ist der einzige, den ich noch habe, der als Cabrio einsetzbar ist. Deshalb habe ich den auch drin gelassen. Und ich finde, er sieht auch richtig geil aus, so in Rot. Da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Ja. Pegassi, so Zintorno, genau, das ist der Zintorno. Auf jeden Fall ein schnelles Auto. Verdammt schnell und optisch einfach nur geil. Also, wow. Also kann ich nur weiterempfehlen, das Auto. Und hier auch einer meiner Lieblingsautos. Das ist die Dinka Chester. Der Vorteil bei dem Teil ist, ihr könnt hinten nicht reinschießen. Das ist nämlich so, wenn ihr mit dem Ding irgendwo vorbeifahrt und jemand schießt euch hinterher, er erwischt euch nicht, weil hier hinten könnt ihr euch so einen Schutz draufbauen, der kugelsicher ist. Ihr könnt zwar vorne reinschießen, aber nicht hinten. Finde ich richtig nice. Und eben wie schon gesagt, mein Turismo R, einer meiner Lieblingsautos zurzeit. Zum Rennfahren vor allem richtig nice. Gut, ich fahre jetzt erstmal mit dem hier raus. Zeige ich jetzt nämlich mal meine zweite Garage. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Ihr könnt mir auch Vorschläge geben, was ich machen kann. Was ich euch zeigen kann und so weiter. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, habe ich mir gedacht, für das erste richtige Video meine Garagen und ja. Vielleicht kann ich euch da ein paar Tipps geben. Ich fahre da erstmal mit dem raus. Geiles Kennzeichen. Wer es erkennt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Gut, also. Ich fahre jetzt erstmal rechts. Und draußen schüttet es gerade. Es schüttet gerade echt draußen. Also falls irgendwie gerade Stromausfall ist, tut mir echt leid dann für die Aufnahme. Ich parke mich hier mal hin. Also hier direkt gegenüber die nächste Garage. Ist ganz easy. Dann müsst ihr nicht mal 10.000 Kilometer fahren, bis ihr zu den nächsten rauskommt. Ist aber auch eine Sache, eben wie viel Geld ihr habt. Wenn ihr nicht so viel Geld habt, ist das natürlich nicht möglich.
So, da haben wir erstmal den. Ach, eigentlich der BMW auf jeden Fall, den Sentinel, genau. Damals war der richtig schwer zu finden, den gab es damals fast gar nicht. Und jetzt kann man den ja kaufen im Online-Store, aber ich habe ihn trotzdem drin gelassen, weil ich finde ihn richtig nice und ja. Also, und damit hat sich dann wohl die Sache mit dem Cabrio geklärt. Also, ich habe zwei Cabrio-Fahrzeuge, oder? Oh mein Gott, ich habe drei. Oh mein Gott, ich habe schon so vergessen, dass ich den hier auch drin habe. So, zum nächsten Auto. Das hier ist ein SUV. Fällt mir gerade der Name nicht ein, genau. Huntley, der Enus. Den finde ich auch richtig geil. Ist der schnellste SUV, den es gibt in GTA. Also, was ich jetzt so herausgefunden habe. Und ich finde in Chrom, ich weiß nicht, also Chrom passt nicht bei jedem Auto, aber bei dem hier passt das so richtig, weil er so glamour-mäßig aussieht. Der hat richtig geile Scheinwerfer und gefällt mir auf jeden Fall. So, dann haben wir hier den SUV. Den FIB-SUV, er heißt glaube ich Granger, wenn ich mir richtig, ja, Granger. Kennt ihr vielleicht aus dem Video, wo wir gefahren sind? FIB der Film, könnt ihr ja mal reinziehen. Und ja, also anfangs hatte ich den auch gefunden und das zweite Mal habe ich mir den gekauft, damit ich hier vorne die Stoßstange habe. Und den gab es halt früher auch nicht, aber kann man sich halt kaufen. So, zum nächsten Auto, auch bekannt aus dem Film. Das ist der, genau, Washington. Ein sehr, sehr geiles Auto. Beschleunigung ist so, naja, aber Endgeschwindigkeit ist relativ gut für so ein Auto, was man sich eigentlich gar nicht denkt. Optisch kann man jetzt nicht so viel verbauen, wie ihr seht, aber es ist halt so ein richtig geiles Polizeiauto, ja, und es soll so ein Army-Polizeiauto sein und vor allem FIB-Logo noch drauf und dann sieht er richtig gut aus. Hier noch mein Pedo-Van darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, habe ich auch mal auf der Straße gefunden, kann man ja jetzt leider auch kaufen. Das finde ich ein bisschen schade, dass man jetzt jedes Auto kaufen kann, weil dann vergeht einem richtig die Lust am Suchen und dann hat man nichts mehr Einzigartiges in der Garage zu stehen sozusagen. Und ja, also das ist jetzt mein Van, mein Pedo-Van sozusagen. So, hier der ist neu, ganz ehrlich. Optisch, man kann viel verbauen, aber ich finde ihn jetzt nicht so toll. Also, Handling gefällt mir jetzt nicht so. Den habe ich einfach so zum Stylen reingehauen. Ist immer so ein richtiges Swagger-Hipster-Auto. Ja, hat einfach Style. Und wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe ziemlich viele Nummernschilder, wo ich JB stehen habe. Ich glaube, drei. Drei Nummernschilder mit JB. Oder zwei, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, ja. Und das hier ist noch ein richtig schönes Schmuckstück. Das kann man noch nicht kaufen. Und vor allem, es ist richtig, richtig selten, dass man so einen findet. Also, ich habe den auf der Straße, wie ich noch einmal gesehen. Und ich glaube, mein Kumpel hat mir den dann besorgt. Hat den dann zu mir gefahren und ich habe ihn sofort für mich genommen, ja. Der hat den übrigens sauer, also nicht, dass ihr denkt, dass ich den weg habe oder so. Hier noch Benefactor ist das, glaube ich, oder? Nee, gar nicht. Ist es gar nicht. Nee, er sieht nur von vorne so aus. Der Alpha, genau, das ist auch so ein. Vom Business Update ist der. Optisch macht er was her. Ich mag ihn nur nicht vom Handling so. Also gibt es Besseres. Und hier natürlich der Sultan. Finde ich auch ganz nice. Erinnert mich an so Filme. Too Fast, Too Furious oder so. Und ja, lässt sich gut sehen. Ich nehme jetzt trotzdem erstmal. Ihr werdet es jetzt nicht glauben, aber ich nehme wieder. Welchen Wagen soll ich nehmen? Mein FIB-Fahrzeug. Ich mag das irgendwie. Ich fahre mit dem jetzt die letzte Zeit meistens rum. Vor allem, wenn wir in der Gruppe fahren, wir fahren alle fast nur den Washington oder den SUV und es macht Spaß, mit dem irgendwie zu fahren, auch wenn es nicht der schnellste ist. Wie halt von der Beschleunigung, aber schnell fährt er dann am Ende. Man darf nur nirgends reinfahren, von dem her. Eigentlich backt immer die Garage so und dann ist mein Auto kaputt. Aber gut, hatte ich jetzt mal ein Glück. Immer sagen, ich fahre ein bisschen rum. Mein Geisteszustand, ihr seht, ich bin noch ein bisschen rot. Ich war mal ganz rot. Das liegt daran, dass wir ein bisschen krass GTA spielen, weil wir uns oft mal fighten gegen irgendwelche andere Leute. Aber ich finde, das macht Spaß. Also, es macht denen auch Spaß. Und hier ist gleich mal ein Typ. Der ist nett. Der hat gerade irgendwen überfahren, aber gut. So, was machen wir denn? Ich würde sagen, oh mein Gott. Nein, da mische ich mich nicht ein. Wir fahren jetzt erstmal zu einem Haus. Was ich euch unbedingt mal zeigen wollte. Fürs Update vielleicht ganz geil. Das ist nämlich so ein Haus, da könnte man theoretisch eine Villa draus machen. Ich habe die vorher noch nie gesehen, aber ich finde das Haus so extremst nice. Das wollte ich euch nur mal zeigen, weil vielleicht macht der Rockstar vielleicht ein Haus draus, das man kaufen kann. Ich würde es nur geil finden. Und hier seht ihr gerade, glaube ich, einen Washington. Genau, also ihr seht, er fährt überall auf der Straße eigentlich rum.
Nicht immer. Man muss natürlich Glück haben, aber es ist jetzt nicht so ein Special-Auto. Und zwar ist das hier, hinten links hier. Ach, das stimmt, das ist ohne automatischen Tor. Ja, diese Villa. Ich finde, die hat irgendwie Style. Die hat irgendwie Style. Genauso wie die pinke Waffe hier. Nee, und dann hier hinten so die. Ja, kann man so richtig Party machen. Hier im Teich drin und hier so vielleicht ein Feuerwerk hinstellen. Genau, das gibt es ja jetzt auch, die Feuerwerkssachen. Ob ich noch eins drin habe, weiß ich jetzt nicht. Ja, dich selbst umbringen, klar. Nee, Inventar ist das, genau. Feuerwerk. Das hauen wir hier hin. Genau, einfach nur Timer 1 und platzieren wir hier mal hin. Oh, wie schöne Rakete und das am Tag. Weihen wir gleich mal dieses Haus ein und hoffen wir drauf, dass man das hier kaufen kann irgendwann mal. Weil ich finde, das ist das geilste Haus in der Arbeit, was ich gesehen habe, weil es ist so. Oh, wie schön. Ach, die guckt sogar. Weil ich finde, das hat Style, dieses Haus. Ich weiß nicht, mit dem Baum hier in der Mitte, das gefällt mir. Und dann hier die Laternen. Es hat was an sich. Es schaut nicht aus wie so ein Army-Haus. Es sieht einfach aus wie in Österreich solche Villen oder in Deutschland solche Villen. Und das gefällt mir auf jeden Fall. Also bitte, Rockstar Games, macht das. Und vor allem bitte, Rockstar Games, macht es vielleicht, dass ihr Polizeiautos in die Garage machen könnt und vielleicht auftunen könnt. Also da wäre ich schon mal zufrieden damit, wenn es überhaupt in die Garage mit den Polizeiautos geht. Das war ja mal möglich, habt ihr aus dem anderen Video hier damals gesehen, wo ich so herumgeraged bin. Wo ich dann so viele auch gehabt habe, die sich da aufgeregt haben. Muss ganz ehrlich sagen, an dem Tag war ich auch relativ asozial drauf. Es war Halloween und wir waren ein bisschen, naja, über drüber. Ja, haben wir halt ein bisschen Scheiße gebaut. Ich könnte mir einen neuen Haarschnitt verpassen. Oh mein Gott, ein neuer Haarschnitt? Genau, ich wollte ja gucken, was es für neue Haarschnitts gibt. Nach dem USA-Update. Ja, lass mich hinsetzen. Oh mein Gott, sehe ich scheiße aus ohne Brille. Oh mein Gott. Sowas gibt's Neues. Sieht alles so normal aus. Wo sind denn die neuen Sachen? Was? Okay. Kein Hipster-Update? Ja, das sind die neuen Hipster-Haare. Ja, das weiß ich. Die buggen nur ein bisschen rum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fokuhila. Oh mein Gott. Nee, die mache ich jetzt nicht rein. Die Hipster-Frisur mache ich auch nicht. Obwohl die. Ich irgendwie. Im Braun sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Also, das hat was. Das ist nicht so schlimm. Das ist jetzt. Das ist so dunkelbraun. Und das ist besser? Ja, ich tue es einfach mal in dunkelbraun rein. Hab nur den Skill dafür. Was labert, der spaßt mich voll. Okay, gut, das hat jetzt Swag. Gut. Wir können uns jetzt vielleicht noch so ein richtig krasses Make-up verpassen, dass wir noch mehr Hipster-Schwuchtel-like aussehen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Oh mein Gott, Leute, es regnet gerade so derbst draußen. Ich weiß nicht, ob der Haarschnitt jetzt wirklich das war, was ich eigentlich haben wollte. Ich kann mich jetzt auch richtig geil mal anziehen gehen. Ja, ich glaube, ich gehe mich mal umziehen. Oh mein Gott. Der Hipster im FIB-Fahrzeug. Genial. Was stehen hier für Sachen? Ah, okay. Komm mal rechts rein. Schade, dass es keine Blinker in GTA gibt. Ich würde es lustig finden, dass man sich da dahin blinken kann. Und genau, Outfits gibt es jetzt auch neue, ne? Ja, die habe ich mir noch gar nicht richtig angeguckt. Die Unabhängigkeitssachen. Ich finde das nur etwas zu teuer, obwohl. Naja, okay, 10.000 ist schon, 16.000, das ist schon teuer für so ein Ding. Das ist dann für die, die nicht so viel Geld haben, für 2.000. Nee, dann muss ich wieder dieses FAB-Logo kaufen, wenn ich mich jetzt umziehen gehe. Arbeitshosen. Also falls ihr jetzt fragt, wo ich das FAB-T-Shirt her habt, für alle, die es ja wissen, es gibt ja Gruppen in GTA. Darunter habe ich eine. Und da haben wir ein FAB-Logo reingemacht und ja. Also das kann man nicht so kaufen. Müsst ihr, wenn dann in die Gruppe joinen, aber wir nehmen auch nicht jeden auf. Nicht nur die Leute, die wirklich mit Herzenslust hier mitmachen wollen.
die mit uns Filme drehen wollen und so weiter. Das hat irgendwie was. Ja, ich hoffe, wie schon gesagt, auf ein DLC von GTA, also von Rockstar Games. So ein richtig geiles Polizei-DLC, ich würde es richtig nice finden. Sprich, Polizeiautos, dann Uniformen vielleicht so zum Anziehen, Polizeikappe und so weiter. Das wäre mal was richtig abgefahrenes, geiles. Weil, ich meine, wo ist das Schlimme daran, wenn man mal sich als Polizist einkleidet oder ein Bullenfahrzeug durch die Gegend fährt, das vielleicht aufgemotzt ist? Es ist vielleicht jetzt nicht realistisch, ja, aber es macht Spaß. Ich meine, es ist realistisch, mit einem Monster Truck oder einem Panzer durch die Stadt zu fahren, eben nicht. Es ist GTA, es ist nur ein Spiel. Ich meine, es wäre ja mal richtig nice, wie schon gesagt, mal Polizist zu sein. Es wäre halt mal was anderes. Es wäre nicht immer so rumfahren und keine Ahnung. So gut, Leute, es wird ja hier schon langsam dunkel und ich werde jetzt noch auf den Vanilli warten, bis wir online zocken. Ich hoffe, euch hat vielleicht dieses Video ein bisschen gefallen, dass ich euch mal einen Einblick geben konnte, wie das so bei mir ist. Also, welche Autos ich habe, welche Apartments ich habe und so weiter. Und ja, also nächstes Mal, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben oder im Forum reinschreiben, was ich Neues machen kann. Also, sprich, über was ich ein Video machen kann in GTA, vielleicht ein bisschen rumfahren, wie schon gesagt. Also, dann erstmal, ciao!